Ich hab keine Ahnung, wie ich auf Konfliktgewicht wie Logi sein Feind bin. Sie hat dich viel älter auch gegeben. Und ich hab einer König geglaubt. Ich dachte wirklich schon, dass sie viel älter ist. Aber denke ich dich irgendwann hier auch, dass sie jünger ist. Und ich dachte mir, oh nein, ja Logi hat von mir erotische Bilder verlangt. Ich hab auch natürlich nicht verschickt, weil sowas mache ich nicht. Ja, sowas mache ich nicht. Logi verarscht Männer im Internet. Bitte seid vorsichtig, liebe Männer, passt auf euch auf. Nicht, dass ihr irgendwann euch auf mich verarscht. Logi ist ein Flickergewicht. Ja, sie ist ein Flickergewicht. Dauerhaft bettet die bei Instagram nach Geld. Die zu dauerhaft ihr PayPal verlinken und bettet dauerhaft nach Geld. Logi ist codeabhängig, sie ist zigarettenabhängig, sie ist alkoholabhängig, sie geht nur dauerhaft feiern. Jeder, der ihn kennt, der weiß dann genau, ja, sie gehört in ein Hauch mit pinke Lichter rein. Ja, sie gehört in ein Hauch mit pinke Lichter rein. Da kann die arbeiten gehen und da hat die dann ihre Kunden, ja, das war wunderbar, da gehört die hin. Ja, Logi hat viel Ähnlichkeit mit Brisella, ja, das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, die beiden sollten dich mal kennenlernen. Brisella und Logi sollten dich mal kennenlernen, weil ich finde, die beiden haben viel Ähnlichkeit miteinander. Ja, Logi verarscht auch die Männer. Ein Abonnent von mir wollte bei Logi Fußbilder kaufen gehen. Er hat die Bilder nicht bekommen, nein. Er hat Geld bezahlt und das Geld war weg. Er hat das nie wieder bekommen. Und die Fußbilder hat er bis heute nicht bekommen, nein. Logi, guck die Männer immer nach Geld, auch Gitarre ziehen. Sie verachtet dauerhaft nur Männer. Oh mein Gott, wie kann es so sein? Ich glaube, Logi und Brisella, die sollten dich mal kennenlernen, ja. Ich glaube, die beiden passen gut zusammen. Ja, die machen nur Unsinn. Ich glaube, die passen beide gut zusammen. Ja, das ist halb leider wahr. Oh ja.